Hallo und willkommen zurück auf der Avenger, also gleich sind wir auf der Avenger, Folge 14, Let's Play Long War 2. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten die Enemy Material Mission gerade geschafft. Mit nur einem Verletzten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben jetzt genau 8 Illyrium, 13 Alloys und 80 Supplies. Ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Wo geben wir das aus? Was wir natürlich jetzt haben... Commander. Hi. Wir haben die Laserwaffen, Weapons entdeckt. Ihr erinnert euch, die sind hier. Ein Laser Rifle haben wir geschenkt gekriegt, weil wir das geschafft haben. 20 kostet sie, okay. Die Stand Gun, wie gesagt, der Ersatz für die SMG und die Pistol. 5 Supplies ist relativ billig. Ist halt sehr gut für die Sniper, dass die einfach, falls sie doch mal irgendwie geflankt werden oder ein Alien in ihre Nähe kommt, dass die doch noch eine Möglichkeit haben, halbwegs brauchbaren Schaden zu machen. Armor haben wir bisher nur die Nanoscale Vests. Interessante Items haben wir auch nicht wirklich. Die Tracer Rounds. 5 Supplies ist halt nicht so teuer. Könnte man nochmal 5 Aim rausholen. Das ist doch nicht so recht. Das andere ist... I got a report of some creaking down by the aft lift yesterday. Ja, ja, bla bla. I just hope it's not metal fatigue. Wir haben zwar relativ viele verwundete Soldaten noch aus der Alpha Squad, aber sonst insgesamt auch nicht so viele Soldaten. Ihr erinnert euch, ich habe erzählt, meine letzte Kampagne habe ich verloren, weil ich meine Alpha Squad verloren habe. Klar, die Alpha Squad zu verlieren ist so ziemlich das Schlimmste, was einem in XCOM passieren kann, aber wenn man dafür sorgt, dass man genug Soldaten im Hintergrund hat, dann kann man auch sich davon wieder erholen. Ne? Und momentan haben wir die Alpha und die Beta, die funktionieren, dann haben wir noch 2, 3 übrig und das sind insgesamt einfach zu wenig. Wir brauchen also mehr Soldaten. Deshalb gucken wir einfach mal Recruit, was einem hier so angeboten wird. Oh, okay, hier ist Jane Ramirez, 73er Aim ist gut, 4 Lebenspunkte, okay, 13 Mobility, scheiße, 10 Hack. Das hier ist Willpower, das ist auch nicht so stark, naja, geht so. Was haben wir hier, 64er Aim. What exactly did okay, you do Central, Bradford. Ich glaube, ich werde euch abschalten. Gebt mir doch nochmal Kommentare. Torix hat ja schon gesagt, dass ihn die Kommentare hier eher nerven. Wie gesagt, man kann die abschalten, da geht einem nicht wirklich Story verloren, sondern eben nur so ein bisschen Hintergrund-Fluff. Und ich will da noch ein bisschen mehr Meinungen. Ich brauche es auf jeden Fall nicht. Yeah. Ich weiß, ihr mögt euch. Knutscht doch. Oh, Entschuldigung. Also, 73er Aim bei Cheng. Minus 10 Defense. Ist nicht toll. 4 Lebenspunkte, 14 Mobility. Okay, oder hier 14 Mobility. Also, toll finde ich sie alle nicht. Ich tendiere... Also, Jane wäre natürlich ein super Sniper, braucht nicht so viel Mobility. Hm. 4 Lebenspunkte ist okay. 62er Aim ist scheiße. Der hat auch nur 3... Also, es ist nicht wirklich toll, was wir hier haben. Ich würde trotzdem, glaube ich, Jane, weil 73 ist einfach großartig. Moment, hier haben wir auch 73, 14 Mobility und hier, ich glaube, ich nehme dann lieber Cheng. Und vielleicht noch hier Kossa. Kossa? Hat nur 62 Aim, aber hätte 5 Leben, das ist schon gut. Nee, ich verzichte mal. Okay, dann kurz in die Guerilla Tactics School und die Rookies einteilen. Cheng hatten wir gerade und Elizabeth Walker, muss ich kurz nochmal gucken, ihr entschuldigt, was die kann oder nicht kann. Elizabeth Walker hat 3, hat 16 Mobility. Shinobi? 55er Aim, richtig kacke. 55er Aim, ist der schwächste, den wir überhaupt haben, oder? War Tilas nicht noch ein bisschen schlechter? Der hat 62 inzwischen. Pff. Keine Ahnung, was wir mit der anfangen sollen. Oder nochmal ein Grenadier halt, der nicht wirklich schießen kann. Aber 3 Lebenspunkte. Ja gut, wir könnten wieder eine Stealth-Shinobi aus ihr machen, denn die greifen eh normalerweise nicht an, weil wenn die sich in Kampfhandlungen verwickeln lassen, dann sind sie eh tot und da ist auch Health nicht so wichtig, da ist eigentlich nur Mobility wichtig. Also ich denke, Shinobi ist für sie das Richtige. Und dann gucken wir nochmal, von wem wir haben 2 Assaults, 3 Grenadiere, ich brauche auf jeden Fall mehr. Wir haben 3 Gunner, ich hätte auf jeden Fall gern mehr. Wir haben 3 Ranger, auch mehr. 2 Sharpshooter. Oh ja, ein Sharpshooter. Dann machen wir aus der Cheng vielleicht doch noch einen Sharpshooter. 2, 3 Shinobis, sonst geht's durch. 3 Specialists, 2 Technicals. Technicals, ja, ist halt so ein bisschen eine Bonusklasse, finde ich. Wobei, ihr habt gesehen, richtig eingesetzt können die auch richtig rocken. Wir machen es jetzt mal so. Hier Cheng. Yep. Trainieren wir zum Sharpshooter, weil... Wenn einer von den anderen ausfällt, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Und Elizabeth, yep, I want to proceed, wird ein
Shinobi. Soweit gut. Krishan ist leider immer noch verletzt. Richtig. Vier Soldiers. Habe ich glaube nicht mehr lang. Wo ist er? Mibius Biguel. Krishan, ja, vier Tage. Ihr erinnert euch an die Mission von der Alpha, an die Streifschüsse-Mission, die ja relativ hart war und wo wir knapp rausgekommen sind. Stellt euch mal vor, wir hätten Laura nicht dabei gehabt, die Squad-Leader war und diese Fähigkeit hatte, zwei Runden zu verlängern. Hätten wir das nicht gehabt, wäre die komplette Mannschaft, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ich glaube, einer wäre rausgekommen und alle anderen hätten wir verloren, einschließlich dem Missionsziel. So wichtig sind Squad-Leader und so wichtig ist diese Fähigkeit. Das heißt, ich möchte die für die Beta auf jeden Fall auch haben. Wir bräuchten eigentlich auch noch einen Ersatz, falls Laura zum Beispiel verletzt wird, oder sie ist ja gerade verletzt, für die Alpha Squad. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie es an der Missionsfront aussieht. Wir haben immer noch die 70, das heißt, wir könnten zwei, drei Laserwaffen bauen, je nachdem. Neutralized Target hatten wir hier. Genau, das war das Counter-Dark-Event, 7 Tage. Das heißt, das wollen wir eigentlich auf jeden Fall machen. Ihr erinnert euch, was haben wir hier? Recover Item war das mit Intel, ist auch schön. Würde ich mitnehmen, aber ist keine Pflicht. 7 Tage ist auch gut. Und hier haben wir noch 16 Stunden für Destroy the Alien Relay. Das können wir ignorieren. Natürlich werden andere doofe Missionen kommen. Jetzt fangen wir einfach mal so an. Nein, das andere bitte. Neutralize Target, genau. Wollen wir auf jeden Fall haben. Wir wollen Vigilance countern. Und jetzt schauen wir kurz. So viele sind aus der Alpha noch übrig. Das heißt, es wird schon wieder eine Beta-Mission. Oder wie viel haben wir denn? Light. Oder wir nehmen eben doch die Beta. Schon wieder. Wie sieht es denn an der Verletzungsfront aus sonst? Muss man noch kurz gucken. Zack. 4 Tage, 5 Tage, 9 Tage. Es ist niemand, der jetzt irgendwie in einem Tag wieder geheilt wird. Ich tendiere fast zur Alpha. Moment kurz, ich persönlich finde jetzt, also für mich hier zum Spielen ist die Musik doch minimal zu leise. Machen wir es mal so. Glaubt ihr, ist besser? Ich hoffe, für euch passt es dann auch noch. Was haben wir hier? Unstuffed Soldier, okay. Weil niemand trainiert wird in der Guerilla Tactics School. Ich hätte zum Beispiel, könnte ich mir Paddix gut als zweiten Squadleader, Ersatz-Squadleader vorstellen. Ich könnte mir, insgesamt sollten es halt Klassen sein, die in der Mitte stehen. Also kein Assault, kein Sniper, sondern eher welche, die eher Specialist könnte ich mir, wie gesagt, gut vorstellen. Kein Shinobi, Technical könnte es auch machen. Ja, aber ich kann mir gerade eigentlich nicht leisten, noch Soldaten rauszunehmen. Deshalb lassen wir das jetzt so. Gut, wir bauen jetzt Laserwaffen, weil egal welches Squad wir benutzen, wir wollen Laserwaffen haben, zumindest ein paar. Es gibt genügend andere Dinge, die wir eigentlich unbedingt kaufen wollen, aber What can I do for you, Commander? Wir brauchen das einfach als Weapons, Rifle, eine haben wir, zwei haben wir, drei haben wir, machen wir mal so. Oh, Entschuldigung, Handy noch an. Okay. Ich denke mal, das hört ihr und das stört euch. So machen wir es. Zurück hier hin. Wir werden dann die Beta schicken. Was ich noch kurz machen wollte, ist mir eingefallen, wir müssen das hier ein bisschen ummanagen. Wir haben immer noch den Plan, hier die Befreiung zu schaffen, deshalb wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 9 auf Intel, 3 auf Recruit und einer Hidden. Ich glaube, man kann maximal 13 oder so benutzen. Also auf Jobs stellen pro Haven. Wenn es mehr sind, dann müssen die praktisch auf Hiding gehen. Die kann man zwar aufheben als Ersatz, aber sonst haben wir da keine Möglichkeiten. Tarek war eigentlich ganz gut, oder? Überleg, ob ich den ersetze. Also wir stellen jetzt hier mal von Recruit weg, weil Recruit ist eigentlich hier ganz gut. Einmal Intel, einmal Supply und nochmal Supply, so vielleicht. Dann haben wir jetzt 2 auf Supply. Wir kommen hier schon auf 108 eigentlich, wenn wir keine Faceless hätten, was gar nicht so schlecht ist. Supply Drop ist in 8 Tagen. Ja, der arbeitet aber viel zu wenig. Der hier hinten arbeitet eigentlich ganz gut. Das heißt, wir setzen... Es kann sein, dass wir hier gar keine Faceless drin haben. Oder ich verstehe es auch nicht. Ihr merkt, ich bin irritiert. Letztes Mal war es einfach so, dass
wenn man Soldaten eingesetzt hatte, die Faces eigentlich so nach 2 Wochen spätestens entdeckt worden sind. Und man kommt, da kommt zu einer Mission, wo man die dann killen muss. Bei einem Treffen werdet ihr bestimmt hoffentlich bald sehen. Und dann hat man sich dieser entledigt. Und dann verliert man eigentlich nur den einen, der halt der Faceless ist. Also einer dieser Figuren hier ist ein Faceless. Soldaten können zum Glück keine Faceless werden. Obwohl es auch eine lustige Idee wäre, aber gut. Das heißt, wir lassen das hier so. Und hier unten steht alles, stehen 4 auf Intel. Das weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob wir lieber 4 auf Recruit stellen sollen. Dann kriegen wir da halt keine Mission, aber eigentlich haben wir momentan genug Missionen. Vielleicht stellen wir die lieber auf Recruit. So vielleicht, dann werden es bald mehr. Ihr merkt, mit der Mechanik, Strategiemechanik von Long War habe ich einfach nicht so viel Erfahrung. Da muss ich ausprobieren. Kann sein, dass ich scheiße baue, aber dann ist es halt so. Okay. So, machen wir es. Dann fangen wir mit das... Oh nein. Mit Neutralize Enemy Target an. Yup. Alpha noch zu geschwächt. Also Beta muss ran. Manuel ist schwer verwundet. Und Krishan ist noch verwundet, leider. Aber der Rest ist da. Nehmen wir sie mal. So, soweit alles schön. Sparrow hat immer noch das Elite Scope eingebaut. Wir hätten hier 6 Tage, das heißt, wir könnten die wieder so schicken, wie sie ist. Ja. Yep. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, hätten wir überhaupt niemanden, der eine Laserwaffe mitnehmen könnte. Der hat eh schon eine Waffe, die so stark ist wie eine Laserwaffe. Sie wird trotzdem zu langsam. Mobility minus 1. Ja, aber die hat den 77er Aim. Komm, was tauschen wir? Haben wir ja schon öfters überlegt. Hat die Upgrades eingebaut? Nope. Dann Loadout. SMG weg und Laser Rifle. Bam! Erste Laser Rifle. Wunderbar. Vergleichen wir sie kurz, dass ihr es seht. Also die normale Assault Rifle macht... Oh, wir haben hier noch eine mit einem Upgrade drin. Moment. Das muss man immer ausbauen. Vergisst man gerne mal. So. Die normale Assault Rifle hat 3-5 Schaden. Und die Laser Rifle hat 4-7 Schaden und hat Aim plus 5. Das ist vor allem ein Vorteil, also der Aim wird einfach noch besser für diejenigen, die eine mittragen. Oh, das war die von Laura, oder? Ja, so wie die aussieht. Ja. Okay. Das passt so. Was hat sie? Sie hat schon Heavy Ordnance, also eine Granate mehr und Boosted Cores. Ich werde überlegen, ob sie vielleicht mal die Gefriergranate mitnimmt statt der Flashbang, aber so richtig traue ich mich das nicht. Ich habe noch nie auf dem Grenadier. Wir sind auf Light. Okay. 14 Runden. Concealed Start. Passt so. Immer noch die Überlegung, ob wir hier Advanced Mobility einsetzen. Der Aim ist jetzt bei 70. Pack ist 60. Health ist 6. Das wäre schon fett. Bist du es denn wert, Phoenix? Bist du es denn wert? Maybe. Ist jetzt auf 11 Mobility, aber er hat halt keinen zweiten Gegenstand dabei. Das könnte er dann noch mitnehmen. Smoke Grenade etc. Nanoscale West haben wir eine. Ne, ich warte immer noch. Hier, Coyote mit 4 Health könnte vielleicht so ein Schutzding gebrauchen. Also Combat Sims, was haben wir hier? Conditioning plus 1 HP oder Impact Fields. Shield Projector Implant may be activated to reduce incoming damage. Bei 33%, also ein Drittel weniger Schaden für 2 Runden. Ne, dann nehme ich, glaube ich, einfach das hier. Zack. Yes. Und schon hat sie 5 Health. Dankeschön. Das macht Sinn. Weapon Upgrade. Laser Sight ist schon drin. Suppressor brauchen wir momentan nicht. Autoloader heben wir auf. Ist die Frage, können wir noch einen Soldaten mitnehmen vielleicht? Einfach der Erfahrung wegen. Abigail vielleicht. 7 Tage, 20 Stunden reicht nicht ganz. Können die Erfahrung aber auf jeden Fall brauchen. Wir müssen eben auch mal Schwächere mitnehmen. Coyote möchte ich aber dabei haben. Skeletor möchte ich dabei haben. Splinter. Splinter. Habe ich den Namen gesetzt? Nee, oder? Oh. Ihr seht hier, die ganzen Mitspieler spielen auch andere Spiele. Ich würde jetzt mal meinen Status ausschalten, damit es hier nicht immer stört. Offline, jawohl. Ist, glaube ich, besser. Okay, das lassen wir alles so. Die Granate lassen wir so. Das nehmen wir raus.
Markus, eigentlich genau die gleiche Gruppe von Latches war, oder? Fast, bis auf Big Whale. Machen wir so. Los geht's. Ich habe schon mal erwähnt, wenn ich selber die Let's Plays gucke, finde ich immer diese Ausrüste, diese Zeit, die man fürs Ausrüsten braucht, nicht so wirklich interessant. Spul da manchmal vor, bitte erzählt mir doch, wie das für euch ist. Ich könnte solche Szenen rausschneiden, um einfach das Let's Play ein bisschen fixer zu gestalten. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das gut finden würdet. Hier sind wir bei Very Light. Ich glaube, das ist besser für die kläglichen... Nein, es ist nicht Covered Ups, bitte. Dann nehmen wir die Reste von der Alpha, Squad Select. Nur bei 4 Tagen. Wenn wir die ganzen Soldaten mitnehmen, wen können wir noch dazu stecken? Wir können Abigail mitnehmen als Gunner. Dann sind wir bei 5 Tagen. Ich glaube, das war's fast. Niemand mehr frei. Achso, die eine Überlegung, die wir noch hätten, werden hier jetzt gar nicht aufgeführt, die Jungs, die in den Havens arbeiten. Weil mir fehlen einfach meine Gunner sehr. Entschuldigung, meine Ranger. Und es wäre die Überlegung, ob wir einen der Leute, die in den Havens schaffen, hier noch mitnehmen. Einfach um denen auch ein bisschen Erfahrung zu geben, sie dann wieder zurückzustecken. Wir haben jetzt 5 Tage, 4 Stunden. Also wartet mal kurz. Wenn wir jetzt Andy oder Tarek, gehen wir nochmal raus. Ich die Werte kurz sehen. Haven Advisor, Andy hat ein 60er Aim als Grenadier, meinetwegen. Und für uns eigentlich gar nicht so schlecht. Und Tarek war auch nicht der Hammer, aber auch nicht schlecht. Ja, dann machen wir das vielleicht mal so. Jedenfalls für 6 Tage. Hm. Andererseits will ich Tarek nicht wirklich hier rausnehmen, solange ich keinen adäquaten Ersatz habe. Und den habe ich gerade nicht. Gut. Dann müssen wir es auch so machen wie gerade. Abigail, alle sonst on Mission oder Training oder sonst irgendwelche Jobs. Ah doch, hier sind die Haven Advisors. Ich habe sie übersehen, tut mir leid. Passt so. Laser Weapons, anyone? Paddex. Stock raus, bringt hier eh nicht viel. Loadout, zack. Laser Weapon, dankeschön. Weapon Upgrades, was haben wir? Suppressor, könnt ihr mitnehmen, naja. Autoloader, auch nicht ideal. Und Stock, heben wir mal alles auf. Paddix, einen neuen Bart hat er sich gewünscht. Seht ihr? Yep, funktioniert. Kiasso. Leider noch keine Laser. Sniper-Waffen, Stock und Advanced Autoloader. Passt so. Zweites Health Pack passt auch. Die Shadow Pistole ist auch nicht schlecht. Wohl auch komplett ausgerüstet. Auch noch keine Laserwaffe hier. Das heißt, Todix bekommt die zweite. Assault Rifle, die ein Upgrade eingebaut hat. Das wir mal rausnehmen. Und wir setzen jetzt die Laser Rifle ein, alles klar. Upgrade. Die Frage ist noch, schaut mal, wir haben hier jetzt ein 65er Aim, gerade eben so, was nicht toll ist. Und, ah, das war eh nicht er, der den... Nope. Der das Scope hatte, das war in der anderen Squad. Aber man könnte dieses Ding eben rausnehmen. Und zum Beispiel Todix geben. Ich tendiere, glaube ich, so ein bisschen dazu. Entschuldigung. Weil, das doch einfach eine Schwäche ist. Und vor allem der, Technical halt nur ein- oder zweimal seine Sonderfähigkeiten benutzt und sonst einfach ganz normal schießt. Da ist ein guter Aim viel wichtiger. Und ich glaube, es ist tatsächlich besser, einen schwachen Soldaten ins mittlere Segment zu heben und den wirklich benutzen zu können, als einen schon sowieso relativ guten Sniper noch höher zu setzen. Also werden wir das dann bei nächster Gelegenheit tauschen. Oh, was mir noch einfällt, ich wollte ihm mal die Mütze abnehmen. Weil er doch auf den Fotos, die wir hatten, die wir auf Facebook hatten, oft keine Mütze aufhat. Schauen wir mal die Haare an. Das ist vielleicht realistischer. War das auch die Frisur, die Chiasso hat, oder? Ja. Ist auch wieder Verwechslungsgefahr. Ihr seht, es gibt auch ganz verrückte Sachen. Sowas hier zum Beispiel. Oder sowas. Ja.
sowas hier. Alles drin, wenn ihr so was Durchgedrehteres haben wollt. Hihi, ja, auch nicht schlecht. Okay. Ich glaube, wir machen einfach die kurzen Haare. Wo sind sie denn? Simple Short. Fürs Erste. Yep. Andere Brille vielleicht. Nee, wir lassen die jetzt mal so. Okay, passt so. Laserwaffen aufgetauscht, Granaten, sonst alles dabei. Bauen wollen wir nicht. Im normalen XCOM, also ohne die Erweiterung, ohne den Mod, ist es so, dass man direkt, nachdem man das Squad ausgestattet hat, in die Mission startet und es gibt diese Infiltration-Mechanik. Die ist ein bisschen komisch, wenn es dann immer eine Weile dauert und man möglicherweise eine Mission dazwischen noch macht und dann wieder zurück zu der muss, die man vorhin ausgerüstet hat. Aber sonst finde ich die Infiltration-Mechanik eigentlich relativ gut. Wir scannen weiter hier, weil wir unbedingt das Ding befreien wollen. 5 auf Recruit, 5 auf Supplies, 2 auf Supplies, 1 auf Recruit, alles klar. New Target, natürlich. Liberation, hinter Advance Op. 2 Tage. Ach, scheiße. Destroy Alien Relay. Ja, das ist er halt wieder, ja. Ich glaube, wenn wir die jetzt schaffen. Aber wir schaffen sie nicht. Selbst wenn wir boosten, kommen wir auf 4 Tage. Da können wir vielleicht 4 oder 5 Mann reinschicken in eine Light-Mission. Wir haben die Möglichkeiten nicht. Drecksspiel. Wieso haben wir hier... Ich habe so viele Leute da drin. Wir schaffen es nicht. Sonst läuft die Kampagne bisher relativ gut. Wir haben keine Toten und so. Aber dass das hier sich jetzt so zieht, finde ich doch sehr ärgerlich. Was haben wir hier? Very light. Resistance Personnel für hier unten 5 Tage. Sieht super aus. Könnten wir sehr gut gebrauchen. Aber wir haben die Soldaten nicht. Lieber die Soldaten als Intel. Intel 38 auch nicht wirklich stark. Aber hier unten... Entschuldigung, das war der Black Market. Setting course for Mexico. Da muss er halt rüberfliegen, gell? Für 3 cm und 5 Sekunden Zeit verschwenden. Wo war denn jetzt die Mission? Bin ich jetzt blöd? Wahrscheinlich. Ja, das war komplett Zeitverschwendung. Also wir haben Resistance Personnel, 2 Resistance Personnel und 1 Rekruten. Nee. Nee, nicht wirklich. Avenger plotting new course. So, jetzt will ich doch hier nochmal kurz reingucken. Ich weiß, wir haben keine Supplies, aber möglicherweise können wir Dinge verkaufen. So, Sektoid. Wir haben zwar nur einen, aber wir haben 20 PCS. Ja gut, das ist ein geiles PCS. Wobei 30. Alien, Eloise und Crystals. Brauchen wir 5 Trooper, ja. Ihr seht hier, es gibt manchmal dieses Very Interested. Das ändert sich, glaube ich, jeden Monat. Und da kriegt man dafür ein bisschen mehr Geld. Aber wir haben insgesamt viel zu wenig Leichen, um hier Geld verdienen zu können. Das lassen wir lieber. Wir machen hier weiter. Ah ja. Das ist die Autopsie. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent Captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the Commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent Captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the Commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes,
What we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. So, also, für die, die dem Englischen nicht so mächtig sind, die haben jetzt herausgefunden, dass eben die Captains in diesem Modul, das sie im Kopf haben, dass die verbunden sind über ein psionisches Netzwerk und dass die von irgendwer Steuerungsbefehle bekommen und dass das, was da drin ist, sehr ähnlich dem ist, was in dem Teil war, dass sie dem Spieler, also uns, aus dem Kopf gebaut haben. Sprich, als der Spieler da ganz am Anfang noch in dem Anzug gesteckt ist und verbunden war mit dem Netzwerk der Aliens, hat praktisch der Commander selbst, die haben die Fähigkeiten des Commanders benutzt, um ihre Aliens zu steuern. Das war das, was da die ganze Zeit abgelaufen ist. Das heißt, wir spielen im Endeffekt gegen uns selbst. Eigentlich eine nette Idee. Der nächste Auftrag, den wir haben, ist, wir müssen einen lebenden Commander hacken und dazu brauchen wir den Skulljack. Der Skulljack, müssen wir den erst erforschen? Ich glaube nicht, den können wir in dieser... Moment, yep, leave anyway. Apparently my predecessor was something of a brute when it came to handling the interrogation and autopsy of alien subjects. From what I've heard, she was keen. Hier können wir Proving Ground heißt es. Genau, das könnten wir hier einbauen. 150 Supplies, also keine Chance gerade. Und da drin kann man dann eben so experimentelle Granaten und alles mögliche bauen. Tolles Spielzeug für die Soldaten. Und einer davon ist der Skulljack. Der Skulljack, ein Gegenstand, mit dem man dann direkt neben dem Captain stehen muss und den praktisch in den Kopf hauen. Und dann kriegt man diese Verbindung. Das ist der nächste Auftrag, den wir haben, um die Story fortzusetzen. Falls ihr euch übrigens wundert, man kann dieses Spiel nicht gewinnen, indem man, was weiß ich, die ganze Welt befreit oder so. Das ist nicht dafür gedacht. Man gewinnt das Spiel, indem man die Story vorantreibt. Dann passieren noch eine ganze Menge interessante Dinge und dann kann man eben über diesen Story-Modus zu einer Art Abschluss kommen. Ich möchte jetzt hier nichts spoilern. Und so kann man das Spiel dann beenden, was wir sowieso nicht schaffen werden. Ist meine Working Theory, was das weitere Spiel angeht. Okay. Das heißt, wir brauchen noch einen neuen Research. Having never stepped foot in one of the city centers, I've never actually had one of these Advent Burgers. Ach, die Advent Burgers. No one really seems to be asking the hard questions either. Like, when was the last time you even saw a cow? Die müssen wirklich sehr lecker sein, diese Burger. Und die sind wahrscheinlich aus Menschen gemacht. Wenn ich die Andeutungen hier richtig verstehe. Wir haben kein Geld, um die interessanten Forschungen zu machen. Wir können Resistance Radio machen. Hier können wir rendern, um an mehr Alloys zu kommen. Oder die Viper Autopsy. Was kriegen wir da? We might be able to synthesize and incorporate for use for a medical supply. Stimmt, das macht irgendwie die Medipacks, glaube ich, besser. Oder Sectoids macht eben die psionischen Fähigkeiten, ermöglicht es. Ist gerade nicht so wirklich interessant. Ich denke, wir machen einfach mal mit Resistance Radio weiter, weil wir sonst keine Alternativen haben. I foresee a number of valuable applications stemming from this technology. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Und scan. Ah ja, Krishan ist wieder da. Stopp! Spiel. Wenn Krishan schon nicht... Oh, jetzt habe ich die Konsole aufgemacht. Das war keine Absicht. Wenn Krishan schon nicht dabei ist, dann können wir den jetzt wenigstens hier einsetzen. Yep. Da ist er. Das ist der Einzige, der gerade hier ist. Genau. Endlich wieder da. Oscar, Mike oder Focus Fire. Oh, der hat eine geile Mobility. Guck mal. 71er Aim, Focus Fire. Nehmen wir einfach mal zur Alternative. Als Alternative zu Laura. Unser neuer Squad Leader im Training. Alpha, noch ein Tag, 14 Stunden. Wir sind momentan auf Very Light. Keine andere Mission, die wir unbedingt machen müssen, weil JPEG schaffen wir nicht mehr.
Dann lassen wir das doch noch laufen, um es besser zu machen. Jetzt ist Beta auf 100. Sehen schon extremely light. Und wollen, also leichter wird es eh nicht mehr. Los geht's. So, wir sollten neue Aliens kriegen, also auch wenn das hier jetzt wieder extremely light ist und einfach die Gegnermenge nicht so hoch ist, die Gegner, die kommen werden, hängen vom Technik-Level ab und das sehen wir dann. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach schnell einen Schnitt, das ging schon relativ lang. Lieber kurze Folgen, wurde mir gesagt. Also bis gleich in der nächsten Folge, macht's gut!